Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir aus der Vision von Orgrimmar uns erspielen können. Und zwar ist das ein kleines schickes Totem. Hier haben wir es, leerenberührtes Souvenir-Totem heißt das. Und was macht das? Platziert das Totem zu euren Füßen. Achtung, von Kleintieren fernhalten, es sei denn, ihr mögt sie lieber, wenn sie groß und wütend sind. Und das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren, beziehungsweise davor will ich euch noch zeigen, wo wir es genau bekommen können. Wir müssen einmal in die Heroic oder Horrific Vision auf Orgrimmar, also in die Orgrimmar Vision müssen wir einmal rein. Das machen wir, indem wir ja in 8.3 die Dailies und andere Gedönse machen, um quasi hier von den manifestierten Visionen quasi 10.000 Abzeichen haben. Die können wir dann wieder umtauschen in so eine Wessel und mit der Wessel kommen wir in die Vision rein. Denke ich mal, sollte jedem soweit klar sein. Wenn wir dann in der OG Vision sind, habe ich hier einmal eine Map und zwar wir brauchen eine Zone, die wir auf jeden Fall klären müssen, und zwar ist das hier Valley of Spirits, also hier Tal der Geister. Das ist dieser Bereich hier unten. Den müssen wir auf jeden Fall einmal klären, den Boss umhauen, und dann gibt es eine Chance, dass einfach dieses Totem quasi in der Kiste von diesem Valley ist. Also sprich, das hier müsst ihr clearen. Ob das jetzt mit Masken ist oder nicht, ist egal. Ihr müsst einfach nur das clearen. Ihr könnt es auch mit mehreren Twinks machen, solange ihr es habt. Oder ihr zieht es mit Main raus, so wie das bei mir der Fall war. Ich glaube, ich hatte es drin bei meinem ersten 5-Masken-Run. Ich habe aber für Overhead Kommentare gelesen, die das auch komplett ohne Masken gekriegt haben. Also davon hängt es anscheinend nicht ab. Genau, jetzt haben wir hier einmal das Tote. Und jetzt schauen wir, ob wir hier irgendwo so ein Kleintier haben. Hier haben wir eins. Und das platzieren wir jetzt einfach mal hier, würde ich sagen. Oh, und jetzt wird das Kaninchen hier groß. Habt ihr das gesehen? Ah, und die Stadtwache greift's an. Und eigentlich soll uns das auch angreifen, aber die Wache hat's weggenatzt. Okay, was passiert, wenn wir jetzt die... Können wir die Kuh hier reintaunten? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ich habe die Kuh reingetauntet. Schauen wir mal, was passiert mit der Kuh, ob die auch groß wird. Ach ne, die rennt einfach nur weg. Okay. Ja gut, aber ihr habt gesehen, das Kaninchen ist groß geworden, böse und ist ein bisschen durchgedreht. Die Kuh ne, will jetzt einfach hier nicht mehr und läuft einfach komplett weg. Okay, das war es eigentlich so mit dem kleinen Guide. Zur Dropschance kann ich jetzt leider nicht sonderlich viel sagen. Ich schätze mal, sie wird irgendwas unter 10% liegen. Ich habe doch einige Vision Runs gemacht, bevor ich es bekommen habe. Und leider haben wir auf WoW dazu auch noch keine Zahlen, wie oft das Ding etwa kommt. Ich schätze mal irgendwas zwischen 1 und 10%. Geschätzt, ja. Also heißt, wenn ihr mit eurem Main vorhabt, weiter Visions zu machen, dann werdet ihr es zwangsläufig irgendwann bekommen. Und wenn nicht, dann wie gesagt mit einem Twink vielleicht auch noch rein und immer nur diese eine Zone clearen. Mehr braucht ihr nicht, um dieses Toy zu triggern. Gut, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.